Commons Web Services in C++. C++ haben wahrscheinlich eh schon alle gemacht, brauche ich ja gar nicht fragen, in der C++ User Group. Und Web Services schon mal gebaut, so grob, irgendwie, ja. Können wir auch gern machen. Kurze Agenda. Ich werde nochmal kurz, auch wie gesagt, wenn C++ User Group, nochmal kurz auf C++ und Web Services eingehen, dann mehr oder weniger ein Projekt vorstellen, an dem ich mitgearbeitet habe im Kontext von Realtime Bidding. Nochmal kurz auch erklären, was Realtime Bidding ist, für die, die das noch nicht gehört haben. Dann genau über C++, HTTP, JSON und so weiter erzählen. Dann so eine Art Plot-Twist. Noch ein bisschen nerdy Sachen am Ende und ab und zu gibt es da so ein bisschen Benchmarks noch zwischendurch. Also erstmal Web Services. Zumindest, was ich drunter verstehe, hat ja jeder mal so ein bisschen seine eigene Vorstellung. Früher war es ja oft so, dass serverseitig irgendwie die HTMLs vorgerendert wurden und der Server hatte an sich ziemlich viel Wissen über das Backend und das Frontend auch. Und das hat sich glücklicherweise alles so ein bisschen geändert und mittlerweile ist es so, dass die Frontends doch sehr schlau sind und aber auch sehr verschieden. Also was weiß ich, wir haben zum Beispiel einen Browser, dann haben wir irgendwelche Mobile-Apps und vielleicht einen Mobile-Browser. Der Server hat halt irgendwie Schwierigkeiten zu wissen, was will der User überhaupt sehen. Und deswegen gibt es in der Regel einfach nur HTTP-Endpoints, so APIs, mit denen in der Regel über JSON gequatscht wird. Und dann die gesamte Funktionalität bereitgestellt wird und der Client dann einfach damit macht, was er will und dann entsprechend die UIs rendert. Das heißt, alles, was irgendwie so HTML-Rendering war und alles, was ist raus. Und deswegen habe ich direkt Web Services genannt, weil für mich ist das eben so eine Art HTTP-Service, mit dem man, wie gesagt, über JSON quatscht. Und dann in der Regel auch hat man sich so ein Gateway, wo die API nach draußen hin präsentiert wird. Und dahinter irgendwelche Services, manche nennen das jetzt Microservices mittlerweile, wenn man das so ein bisschen in ganz viele kleine aufsplittet. In der Regel war es einfach nur ein so monolithischer Dienst, was ich zum Beispiel Ruby on Rails, der hat dann die Logik implementiert, vielleicht noch welche Datenbanken verwendet. Vorteil ist natürlich auch, man kann jetzt irgendwie im Backend, wenn man einmal so ein Gateway vorhat, noch mit anderen Sprachen dann quatschen, dass man erst nach vorne hin eigentlich mit den Clients immer HTTP spricht, aber hinten zum Beispiel dann mehr 0MQ oder was auch immer denn verwendet. Das heißt also nach außen hin irgendwie HTTP plus JSON und intern irgendwelche Services, die die ganze Business-Logik, sag ich mal, bereitstellen. Und ja. Web-Services sind jetzt auch ein bisschen, jetzt IoT-Thema wird ein bisschen heiß. Die ganzen Hersteller haben irgendwelche eigenen Standards. Bluetooth kennen wir natürlich, Zigbee ist auch schon ein bisschen länger da, aber die ganzen kleinen Devices, die jetzt rauskommen, die haben irgendwelche Standards, aber am Ende meistens, was jetzt Richtung User geht, ist dann doch irgendwie Web wieder. Das heißt also auch meistens Web-Services, weil die Geräte exportieren irgendwelche Daten über APIs wieder und der User kann die sich dann in irgendeinem Dashboard anzeigen lassen oder die werden in einem Server gesammelt oder was auch immer. Also in dem Kontext ist jetzt dieser Vortrag zu sehen. Und noch kurz, warum C++? Brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht so tief drauf eingehen, aber insgesamt ist halt oft schon wichtig, dass zum einen die Antwortzeit eines einzelnen Requests doch sehr schnell abgearbeitet werden sollte, gerade jetzt auch im Bereich irgendwie Cloud, wenn man jetzt AWS Lambda benutzt, wird man wirklich nach 100 Millisekunden abgerechnet, die das Backend wirklich läuft. Umso länger es läuft, desto teurer wird es natürlich, deswegen ist halt ganz cool, wenn der Code schneller wäre. Flexibilität hat man auch bei den Skriptsprachen zum Beispiel nicht immer, wenn man jetzt irgendwie große mathematische Modelle für Machine Learning Sachen lädt, die teilweise irgendwie 10 GB sind und dann irgendwie Skriptsprachen hat, die eben single-threaded sind und hat irgendwie eine Maschine mit 24 Kernen, dann müsste man eigentlich 24 mal die 10 GB laden, das sind dann 240 GB. Das wird dann auch wieder ganz schön teuer, deswegen wäre es halt praktisch, wenn man einfach den Memory sharen kann. Sowas kann man eben machen, klar, scarce resources. Bei Embedded-Geräten hat man nicht so viel Platz, dass man da immer irgendwie eine große VM hochziehen kann. Es gibt viele coole Libraries, TensorFlow, ihr kennt da bestimmt noch mehr. Zu denen es oft auch zwar Bindings gibt in den Skriptsprachen oder in anderen Sprachen oder was auch immer, aber man hat halt doch immer noch so ein Layer dazwischen und es wäre halt ganz cool, wenn man viele Libraries einfach direkt verwenden kann. Und kann man natürlich in C++ dann auch machen. Existing Codebase natürlich, das heißt nicht nur irgendwelche Third-Party-Libraries, sondern auch eigene Libraries, die man gebaut hat oder Applikationen. Zum Beispiel hatten wir jetzt Kunden gehabt, die Windows MFC UIs hatten, also Windows Desktop-Applikationen und
die Kunden von denen wiederum hatten halt dann die Anforderung, ja, wir hätten gerne auch irgendwie HTML5 UIs. Und da ist ja eigentlich ganz praktisch, wenn man halt in so eine C++ Windows Codebase einfach so einen HTTP-Server embedden kann und dann eben die internen Daten nach außen geben kann und dann zum Beispiel ein HTML5 Frontend bauen kann. Und ist mit zum Beispiel, wenn man Node.js-Binding macht, nicht ganz so easy, wenn man da jetzt irgendwelche großen Windows-Applikationen hat. Gibt sehr viele Tools, Compiler und so weiter, sind sehr major und aber wisst ihr ja eh schon. Realtime-Bidding. Ich war bis Ende letzten Jahres bei einer Firma, die von Ströer aufgekauft wurde. Ströer kennt ihr bestimmt, irgendwie draußen so Plakatwerbung. Die haben versucht, ähnlich wie Google, noch so ein Online-Advertisement-System hochzuziehen und haben dann ein paar Firmen gekauft. Da war ich in einer mit drin als Entwickler. Und kurz noch, was Realtime-Bidding an sich ist. Insgesamt der Werbemarkt online funktioniert in der Regel so, dass man irgendeinen Publisher hat, das ist zum Beispiel heise.de. Die haben eine Website und die haben irgendwie Platz für Banner. Und die wollen jetzt nicht irgendwie mit allen Firmen selber Verträge machen, was da für Werbung eingeblendet wird. Es gibt manche Kampagnen, da macht man Direktverträge, aber in der Regel ist es so, dass man diesen Publisher hat. Und wenn der User diese Website besucht, wird für diesen Banner so ein Skript mit reingezogen, was dann am Ende bei so einer Börse rein ankommt. Und das ist dann so eine Art Auktion, die gestartet wird. Da steht dann drin, ja, dieser User möchte, also muss jetzt Werbung sehen. Der Banner ist jetzt so und so groß, der da rein kann. Der hat die und die IP. Hier ist vielleicht noch Cookie-Information. Dann geht das in der Börse raus an alle Leute, die verbunden sind mit der Börse. Die gucken dann, kenne ich den User schon? Habe ich für diesen Banner, also für diese Größe, habe ich gerade Werbematerial von einem Advertiser, der mir irgendwie den Auftrag gegeben hat, publiziert man meine Werbung? Dann geht man halt die Werbematerialien durch und guckt, ah, okay, jetzt irgendwie der User durch die Cookies, weiß ich, der will gerade ein neues Handy kaufen. Und ich habe irgendwie einen Advertiser Samsung zum Beispiel und dann blende ich oder biete ich zumindest an der Börse denn und sage, ja, hier, ich würde gerne dem User Samsung-Werbung zeigen und biete so und so viel. Und dann wird in der Börse geguckt, wenn nach ein paar Millisekunden haben die Leute alle Zeit, wird geguckt, wer ist der Gewinner. Ist nicht immer automatisch der Höchstbietende, gibt es verschiedene Modelle. Und der Gewinner, dessen Snippet, was der denn mitgeschickt hat beim Bieten, wird dann an den User geschickt und der holt dann die eigentliche Werbung ab. Das heißt, wirklich, wenn man auf eine Website geht und der Banner, der ist meistens eigentlich auch ziemlich sofort da, manchmal gibt es so eine kleine Verzögerung, das ist halt die Zeit, in der halt einmal komplett eine Auktion passiert, alle bieten, der Höchstbietende dann gewinnt und dann das eingeblendet wird. Also es ist ziemlich viel, was da passiert. Mittlerweile sind da auch teilweise zwischen Publisher bzw. Consumer und Advertiser irgendwie so 10 Firmen oder noch mehr zwischen. Und das ist schon ein großer Wust und wir waren eben eine kleine Firma, die so einen Bidding-Algorithmus gebaut hat und dann Kunden gesagt hat, die irgendwie Werbung schalten wollen, ja, wir können euer Werbebudget, was ihr habt, möglichst optimal einsetzen, damit möglichst viele User das sehen, die das auch wirklich sehen wollen, sozusagen. Das ist so ganz, ganz grob der Stack, wie es aussieht. Ich habe jetzt das Bild von vorhin nochmal genommen. Sehr abstrakt, wie gesagt. Das fing mal an als Python-Research-Projekt, um einfach die Algorithmen zu testen. Wie gut funktionieren die? Kann man wirklich die User so targeten, dass man da auch gegenüber den Konkurrenten bessere Ausnutzung der Werbebudgets erreicht? Das ging anfangs auch, aber dann wurde halt immer mehr Traffic reingeleitet. Dann hat man das portiert auf RTB-Kit. Das ist ein C++-Framework mit sehr vielen Aktoren, die über ZeroMQ miteinander quatschen. Quasi ein Vorläufer von Microservices in der Art, wo dann die ganzen Beat-Strategien drin implementiert sind. Und man hat quasi mit C++ und ZeroMQ irgendwie Erlang nachgebaut, so ein Open-Source-Projekt. War riesen Maintenance-Hassle, deswegen hat man irgendwann gesagt, ah, okay, wir nehmen Node.js. Dann hat man die Beat-Algorithmen in Node.js neu geschrieben und die ganzen Anbindungen an die verschiedenen Exchanges. Jetzt sind hier bloß mal drei beispielhaft gelistet. Das ist jetzt Google, der größte wie immer. Google AdX. AppNexus ist auch eine amerikanische Firma, auch sehr groß. Deutsche Firma, das ist jetzt auch von Ströer, eine Tochterfirma. Mit denen ist man halt die ganze Zeit verbunden über stehende HTTP-Connections. Da kommen dann die ganze Zeit die Auktionen rein. Die haben eigene Formate in der Regel und dann dieser Node.js-Code, der ist dann
zwischenzeitlich war, der nimmt die dann entgegen, parst die in so ein internes Format, guckt in meiner Datenbank nach, kenne ich den User, hat der schon Seiten besucht, die ich kenne und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen schematisch hier. Also jetzt dieser vorgelagerte Prozess, der erstmal die ganzen Requests analysiert, dann in der Datenbank nachschaut und dann die eigentlichen Beat-Algorithmen ausführt. Dann das Gebot geht zurück und dann, wie gesagt, kommt so ein Snippet zurück an den User und dann holt er sich die eigentliche Werbung. Da gibt es dann nochmal so einen Extra-Service, der dann halt über so einen Key-Value-Store mit dem Bidder sozusagen verbunden ist. Der sagt dann nämlich hier, ich habe das und das geboten, damit der nachher auch weiß, was er wirklich ausliefern muss. Und hier oben gibt es dann noch so ein Management-Interface, was dann auf so einer relationalen Datenbank basiert, wo dann die Bieter regelmäßig die Kampagneninformationen rausholen. So. Und worum es eigentlich heute geht, ist im Prinzip ja dieser Realtime-Stack. Das heißt, die ganzen Auktionen kommen rein, werden geparst. Das war dann alles in Node.js geschrieben. Gab dann immer mehr Traffic, dann irgendwann wird wieder ein bisschen langsam. Dann sind sie wieder auf C++ gegangen, da bin ich dann auch in die Firma mit reingegangen. Und die ganzen Exchange-Konnektoren nannten die sich, die mit diesen Börsen verbunden sind, die sind dann erstmal nach C++ portiert worden. Und die Umwandlung in das interne Format und Anreicherungen mit dem Wissen über den User. Und das wurde dann über SiriumQ an den Node.js-Prozess immer noch geschickt. Das heißt, es gab dann so zum Beispiel 40 Maschinen, die eben mit Node.js liefen und die ganzen Beat-Algorithmen drin hatten. Und dann der ganze vorgelagerte Prozess, das war dann auf 4 Maschinen. Die haben dann den ganzen Traffic gehandelt und die quasi das interne Auktionsmanagement gemacht. Und das war in C++. Und die, na nicht Geschichte, aber so ein bisschen die Learnings daraus will ich heute so ein bisschen vorstellen. Wenn es soweit. Wie gesagt, Web-Services sind im Prinzip HTTP plus JSON plus dann die eigentliche Business-Logik. Und bei uns war das am Ende für diesen ganzen Beat-Prozess einfach nur ein API-Call, einfach /bit. Da kamen die ganzen Auktionen nochmal rein über diesen HTTP-Endpoint. Und die entsprechende Post-Response war dann eigentlich schon das meiste, was für diesen Bidding-Prozess notwendig war. Für die HTTP noch nicht gesehen haben im Detail, ist eigentlich ein ziemlich einfaches Protokoll. Man sagt erstmal, was für eine Methode. Gehe ich jetzt mal nicht im Detail drauf ein. Post heißt einfach nur, man schickt noch unten noch Daten mit und einfach gesagt, es ist quasi ein komplexerer Request gegenüber einem GET, wo man einfach sagt, gib mir mal diese eine Ressource. Und beim Post ist immer noch ein bisschen Daten, die noch mitkommen. Denn was für eine Ressource, in dem Fall einfach /bit. Welches Protokoll? 1.1 in der Regel hoffentlich. Und dann ein paar Header und dann so eine Leerzeile und dann einfach der Content mit der Länge, wie er da angegeben ist. Also an sich ziemlich easy und deswegen gibt es auch mittlerweile ziemlich viele Libraries, die das parsen können, weil das reine Parsen davon ist, wie gesagt, doch verhältnismäßig einfach, nur denn das eben, was drumherum entsteht, der ganze Komfort in den Libraries, da unterscheiden sie sich dann doch. Und was man halt möchte, ist dann eben, dass man halbwegs vernünftig diesen Request geparst bekommt und den irgendwie nett in C++ oder in C reingegeben bekommt und dann irgendwie noch unterstützt wird, dass man halt diese Response generieren kann. Und idealerweise, dass das alles noch halbwegs schnell funktioniert. Groben Überblick, falls ihr auch irgendwie einen Webservice in C++ oder so bauen wollt, habe ich jetzt schon mal so als Einstiegspunkt eine Liste erstellt, wo ihr mal schauen könnt. Was gibt es für Libraries? Die sind teilweise sehr unterschiedlich. HTTP-Parser ist, was unter Node.js mit drunter hängt. Und eben noch so ein bisschen Sugar, dass man eben sagen kann, ja, wenn hier diese Route aufgerufen wird, dann rufen wir diesen Callback auf und dann entsprechend auch schöne Request-Objekte bekommt, wo dann drin steht, ja, das ist die URL, man muss nicht noch extra die Query-Parameter parsen, sondern kriegt das alles schon fertig auseinandergepopelt. Denn L1 ist auch ziemlich low-level, ist eine optimierte Linux-Implementierung, gibt es aktuell nur für Linux und ist, glaube ich, ja klar, libEV basiert. libEV, HTTP ist, also libEvent, wenn ihr das kennt, es gibt halt diese asynchronen Libraries. Gab es schon mal einen Vortrag oder sowas zu? Weiß nicht.
Nee. Okay, naja, jedenfalls. Asynchrone Libraries. Oh, sagt er hier. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ist egal. LibEvent ist halt so eine ziemlich verbreitete Library, die bringt auch schon ein bisschen HTTP mit. Aber da hat sich jemand gedacht, nee, das ist nicht cool, hat dann nochmal so einen eigenen HTTP-Wrapper drumherum geschrieben. Ziemlich schnell, ziemlich schick finde ich auch, zeige ich gleich noch. Einer meiner Favoriten. Civil Web ist auch C-Implementierung, ist einfach bloß ein C-File und ein Header-File. Und die haben auch noch einen C++ und einen C++-Header-File, die man einfach in sein Projekt mit reinkopieren kann, ist BSD-lizenziert. Funktioniert auch unter Windows, Linux, Mac, BSD und so weiter. Auch ziemlich cool. Hat halt den Vorteil, wie gesagt, dass man es einfach reindroppen kann. Ist aber nicht die schnellste und hat ein paar Caveats. Aber wie gesagt, muss man je nach Projekt dann immer gucken, was da am besten passt. Clone ist noch eine Library, die von so einem Typen gebaut wird, mehr so Richtung Embedded. Auch ziemlich Multiplattform und ich glaube auch BSD lizenziert. Foxygen ist von Facebook, ist ein ziemliches Monster, deswegen ist gegenüber HTTP-Parser, was ganz oben ist, jetzt hier unten, ist die Library, die von Facebook intern genutzt wird, um die C++-Services zu schreiben. Ist aber sehr opinionated, das heißt, man muss auch die ganzen Libraries, die Facebook verwendet, also die nutzen fast kein STL, die haben nochmal so eine eigene STL-Library und so weiter, die muss man dann auch alles verwenden. Das ist dann eben nicht so schön, wenn man das verwenden will. Das sind, wenn man jetzt eh in einem Ökosystem drin ist von den Facebook-Libraries, dann ist es ganz cool. So ähnlich wie Qt, wenn man halt irgendwie so für so ein kleines Feature von Qt irgendwie das komplette Qt bekommt, will man das erstmal nicht, aber wenn man eh Qt verwendet, dann kann man auch gucken, dass man irgendwie jetzt in dem Ökosystem was findet. Deswegen ja auch, es gibt noch Qt Web App, WT, das ist auch so ein bisschen quasi das, die Webversion von Qt gibt es schon ein bisschen länger. Ja, einfach mal durchgucken, gibt da unterschiedliche Sachen eben je nach Projekt. Wir hatten jetzt auch zum Beispiel welche, die eben, wo der Kunde eben Windows hat, was ich vorhin meinte, mit der MFC-Application. Da fallen dann ganz viele raus. Also HTTP geht nur unter Linux und Mac. L1 ist nur Linux. Die geht, glaube ich, nicht unter Windows. Also da muss man eben, wie gesagt, gucken, je nach Anforderung. Hier noch ein kurzes Beispiel. LibEV, HTTP. Ist, finde ich, also ist jetzt C, ich weiß, wir sind in der C++-User-Group, aber ich finde es trotzdem ziemlich elegant und schön kurz. Man initialisiert halt diese Event-Loop, die mit dem Kernel halt die ganzen Events ausmacht, wenn jetzt auf einer Netzwerkkarte neue Daten da sind oder wenn man sagt, ja, schreib mal das und dann sagt der MR hier, ist jetzt fertig. Sehr asynchrones Programmieren, dann halt den HTTP-Server drumherum und dann sagt man ja, wenn zum Beispiel jetzt gleich Hello aufgerufen wird, ruf mal den Hello-Callback auf. Und dann gibt es noch so Buffer-Helper, die dann sagen, ja, hier Hello World und Response, okay, das sind halt dieser 200er Statuscode, den wir vorhin gesehen haben. Mit Multithreaded, was auch nicht bei vielen ist und Binding und Loop starten. Also das ist schon alles, das ist wirklich der gesamte Code, den man braucht, um einen ziemlich performanten Webserver in C zu schreiben oder C++, kann man auch mit dem C++-Compiler kompilieren oder eben dann die Callbacks auch noch weiter aufboosten. Also es ist gar nicht so umständlich, da was drin zu bauen. Bevor ich jetzt erste Benchmarks zeige, wollte ich noch kurz was dazu sagen, weil ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei Benchmarks. Ich traue denen immer nicht, weil ich würde das gerne lieber immer selber probieren. Dann hängt auch von so vielen Faktoren ab, was für Maschinen, was für Allokatoren hat man im Projekt mit drin, Betriebssystem, Versionen von den Libraries ist halt ganz wichtig. Deswegen traut den Zahlen nicht. Ich habe den Code auch komplett auf GitHub, falls ihr die ausprobieren wollt, die ganzen Examples und die Performance-Benchmarks. Habt ihr jetzt ausprobiert auf dem Rechner, der auch hier ist. Ist einfach bloß ein i7 mit Single-Threaded mit so einem Bit-Request, was so ein Standard-Bit-Request an der Börse ist, der auch verhältnismäßig groß ist. Deswegen sind manche absoluten Zahlen vielleicht jetzt auch nicht so schnell, wie man erwartet, aber es ist schon ein komplexer Request, sage ich mal. Genau, das ist das Setup, also wie gesagt, falls ihr das auch ausprobieren wollt. Unter Linux sind wieder so ein bisschen andere Zahlen. Und dann noch Brandon Gregg, falls ihr euch eh wirklich mit Benchmarks und so beschäftigt, kann ich sehr empfehlen, das ist ein Mensch, der, glaube ich, bei Netflix arbeitet und ist da verantwortlich für die Performance und der bringt wirklich sehr gute Talks und Blogposts raus. Noch kurz was für die Windows-Leute. Es gibt nicht wirklich coole Benchmark-Tools für Windows. Es gibt eins von Apache, was auch unter Windows läuft, das AV, das ist jetzt aber schon, ich glaube, 15 Jahre alt. Verwendet auch einen HTTP 1.0 Standard und ist nicht multithreaded. Das heißt, aktuell ist es ein bisschen schwierig, unter Windows wirklich
vernünftige Benchmarks zu erstellen. Und deswegen hatten wir jetzt im Rahmen des Projektes angefangen, AB zu portieren auf libuv. Das ist eine Event-Loop, die auch bei Node.js intern verwendet wird. Und so als Art Drop-In-Replacement für den Apache-Bench mit modernem Interface, also dass er HTTP 1 spricht und so weiter. Also wie gesagt, falls ihr da irgendwie Windows testen müsst, könnt ihr Bescheid sagen oder den auch mal ausprobieren. Genau, die ersten Zahlen. Was seht ihr? Also prinzipiell immer Request pro Sekunde, also Request per Second ist die wichtigste Metrik bei den Web-Services, meiner Meinung nach. HTTP-Parser, wie gesagt, dieses Low-Level-Ding, hat halt nichts selber, was halt die ganzen Events handelt, deswegen noch libuv dazu. Und wenn man das halt ziemlich low-level macht, kommt man halt so ungefähr auf 110, 120.000 Requests pro Sekunde auf einem Core. Das heißt, wenn man 4 Kernmaschinen hat, dann ist man so bei knapp 500.000 Requests pro Sekunde. Was schon sehr amtlich ist. Den libuv-HTTP hatte ich eben gezeigt, der hat halt schon so ein bisschen mehr Sugar drauf on top. Und deswegen auch so ein bisschen langsamer, der parst halt die URLs gleich und so, das macht der default-mäßig nicht. Kann man ihm noch sagen, aber dann wird er entsprechend auch langsamer. Das heißt, wenn man wirklich rohe Performance braucht und einem viele Sachen egal sind, man nur weiß, ah, okay, der Request kam überhaupt rein und ich will was zurückschicken, dann kann man das sogar so machen und hat dann für Embedded-Geräte zum Beispiel ziemlich gute Performance. Die beiden sind halt ziemlich gut. Auf Mac ist der erstaunlich, so ein bisschen schlechter. Auf Linux läuft der so ein bisschen schneller. Ich habe noch gezeigt, wie das aussieht mit TC-Emalloc. Also wenn man einen Allokator mit reinlinkt, der optimiert ist auf viele kleine Allokationen, die innerhalb eines Threads passieren, was in der Regel bei Webservices der Fall ist. Und der kann da halt ziemlich viel optimieren noch bei Libraries. Libuv, HTTP macht halt mehrere Emallocs oder ein, zwei Emallocs pro Request, glaube ich. Und die sind halt immer pro Thread. Deswegen kann er hier ganz gut optimieren noch. Er alloziert nicht so viel, deswegen ist hier nicht so viel Optimierungsbedarf. Proxygen ist da wieder ein bisschen mehr. Node.js habe ich immer noch mit reingepackt, weil, wie gesagt, das kam von Node.js, das Projekt. Und deswegen immer als Referenz und aber auch so ein bisschen, um zu zeigen, dass manche Skriptsprachen gar nicht so langsam sind. Also die reine HTTP-Performance ist jetzt gar nicht so viel schlechter, würde ich sagen. Also für viele Projekte reicht es einfach aus, dann zu sagen, ja, das bisschen da ist mir egal. Bei uns ging es halt nicht, weil die Server sind halt ziemlich viel Geld und das Geld will man optimieren, wenn man halt bei den ganzen Börsen immer nur so einen kleinen Centbetrag dazu kriegt. Deswegen ist es wichtig, dass man eben die Performance optimiert, möglichst wenig Hardware braucht und dadurch dann möglichst viele Auktionen auch abfrühstücken kann. Zu den Zahlen in dem Projekt dann später mehr. Denn will man ja auch irgendwie JSON machen. Gibt es ein paar Libraries, hier wieder auch eine Liste für Leute, die das machen wollen oder irgendwie so eine Übersicht brauchen oder wie gesagt, so als Übersicht zum Loslaufen. JSON-CPP ist schon recht alt, wurde irgendwann auch nochmal komplett neu, also mehr oder weniger komplett neu geschrieben und portiert auf C++ 11. Auf jeden Fall die Version nehmen, ist irgendwie eins irgendwas. Ziemlich schnell geworden, früher war RapidJSON mehr oder weniger die schnellste C++-JSON-Library. Ist mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so. JSON-CPP ist ziemlich schnell. JSON 11 von Dropbox, auch sehr cool. Die nutzen komplett C++ 11 STL-Container zur Repräsentation der ganzen internen Daten. Das heißt, die Library, was früher immer irgendwelche, man hatte in JSON so eine Art Baum, der diese Struktur repräsentiert. Und das sind interne Datenformate, die eben selber geschrieben haben mit den ganzen To-String und so weiter. Das machen die halt nicht, die nutzen einfach die ganzen STL-Klassen, deswegen ist die schlank und lässt sich halt sehr natürlich benutzen, weil die eben sich super integriert. Gale ist eine interessante Library, die ist rein C-basiert und hat einen anderen Ansatz als fast alle anderen. Die anderen Libraries, die lesen halt den kompletten String ein, bauen diesen kompletten DOM, also die Repräsentation des JSONs auf und man kann dann danach durch diese Datenstruktur durchlaufen. Und Yale ist eben so, der läuft durch den rohen Buffer durch, braucht also nicht den kompletten, sondern kann einfach schon mal anfangen mit dem, was da ist. Und emittet dann Events, ey, ich habe jetzt hier irgendwie eine öffnende, eine geschweifte Klammer gefunden oder ich habe jetzt einen Key gefunden, der heißt so und so oder eben eine Number. Man muss selber so ein bisschen tracken, wo man jetzt gerade in dem JSON ist. Aber hat den Vorteil, er lädt das nicht einmal komplett in den RAM, den ganzen Baum, sondern wie gesagt, emittet nur Events und man kann das dann in andere Datenstrukturen übertragen. Kann auch sehr hilfreich sein. Ist auch komplett ohne Allokation, weil man direkt die Pointer auf
die Buffer kriegt, die in der Netzwerkkarte hängen, also beziehungsweise im Kernel. Deswegen also für Performance auch ganz nett. Nur eben der Overhead durch die ganzen Function Calls für jedes Event. JSON ist eine Library, wenn es wirklich auf Performance ankommt, das ist so mehr oder weniger die schnellste. Das war so ein Russe, der hat gesagt, ich baue jetzt mal die schnellste Library. JSON Library hat es auch geschafft. Das Interface ist hässlich, muss ich sagen, aber ist halt mega schnell. Ist komplett alles pre-allocated und der stellt wirklich keine zusätzlichen Datenstrukturen, weil es eben extrem schwierig ist, durch diese Daten durchzuwandern. So ähnlich ist Arduino-JSON, das ist auch aus dem Embedded-Bereich auch pre-allocated. Ein bisschen langsamer, aber ein bisschen schöneres Interface, also sind ähnlich schnell, sieht man auch gleich in den Zahlen noch. Dann hat der Mensch, der dieses RapidJSON gebaut hat, noch mal eine ausführliche Benchmark-Liste gebaut, da kann man auch noch mal reingucken, welche Library jetzt einem am besten gefällt. Muss aber sagen, wenn man wirklich JSON braucht und JSON im RAM auch braucht, sind JSON-CPP eigentlich sehr cool, weil das auch wirklich ein sehr vollständiges und umfängliches API anbietet. Und eben JSON 11, weil es eben sehr schlank ist und auch sehr STL-nah ist. Die beiden sind so meine Favoriten. Dazu der Benchmark. Ich habe jetzt die alten noch drinnen gelassen, damit man so eine Referenz sieht. Das heißt, man hat jetzt, achso, muss man dazu sagen, genau diese JSON-Tests, die ich jetzt hier habe, die basieren auf einem HTTP-Server, der in libevhttp geschrieben ist. Die kriegen jetzt wieder dieses JSON, was ich vorhin referenziert habe in der einen Folie, als Post-Request rein, parsen das und geben aus dem JSON irgendwie ein Element zurück als Result. Das heißt, wenn der gar keinen JSON parst, dann schafft er ungefähr 66.000, 67.000 Requests pro Sekunde auf dem einen Thread. Wenn er denn das JSON, was da reinkommt, auch noch parsen muss, braucht er halt mit den Libraries entsprechend so schnell, und hier sieht man schon, dieses JSON ist halt wirklich extrem schnell. Es ist halt nur ein verhältnismäßig geringer Overhead gegenüber dem reinen, rohen HTTP-Handling. Also hier, wie gesagt, das ist halt HTTP-Server, der kriegt dieses JSON zwar rein, aber nur als rohen Buffer. Der macht damit nichts und gibt einfach eine leere Response zurück. Das war halt der Benchmark für die oben, für die HTTP-Server. Und jetzt halt diesen Buffer noch nehmen, parsen und minimales, also wenigstens was Minimales machen, also so ein Feld rausnehmen und dann das zurückgeben. Sieht man schon, RapidJSON ist irgendwie auf dem Mac erstaunlich langsam. Auf Linux ist er ein bisschen schneller, aber jetzt hoffe, der nimmt mir das nicht übel, wenn er die Folien findet. Aber RapidJSON ist verhältnismäßig langsam. Und hier sieht man auch Node, die rohe Performance, die wir vorhin auch in den Folien da hatten. Und dann JSON-Parsing ist auch jetzt wieder gar nicht so viel langsamer. Da ist man sogar mit RapidJSON in C++ langsamer, als wenn man das JSON parst in Node.js. Ja. Das heißt, eins zu schnell. Gibt viele Libraries in dem Bereich. Es gibt keine, die die beste ist, sondern es ist immer wichtig zu gucken, was ist mein Projekt, was brauche ich konkret. Ist es, was haben wir hier? Genau, Civilization vs. Meat. Also hat man wirklich viel zu tun mit dem JSON, was reinkommt, muss man damit viel machen. Das war jetzt in dem Fall, was wir hatten, eigentlich fast die gesamte Aufgabe dieses C++-Servers, der diese ganzen Auktionen entgegennimmt, parst, umwandelt in das interne Format und auch anreichert und weiterreicht. Das war halt fast nur JSON-Manipulation. Oder hat man einfach nur einen Request, wo eine Zahl drin ist, dann ist es fast egal eigentlich, was man für eine Library verwendet. Aber wie gesagt, muss man eben gucken, was einem wichtig ist. Hier nochmal das, was Brauker heißt, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, heißt dieses C++-Projekt, was da entstanden ist als C++-Server vor diesen Node.js-Bildern. War am Ende Linux, C++14 mit G++4.8 kompiliert. Boost ASIO für die ganzen asynchronen Events. HTTPP, das ist die Library, die ich vorhin schon vorgestellt hatte. C++ HTTP ist Parser von einem Franzosen, der auch in dem Projekt mit drin war, der das geschrieben hat. JSON-CPP, ZeroMQ, um das dann nachher an die Bilder weiterzureichen. TCM-Log noch, um halt die Allokationen zu optimieren, und noch Intel Threading Building Blocks, um halt die Threads noch ein bisschen miteinander kommunizieren zu lassen. Und grob sieht das so aus, man bekommt einen Request rein, checkt erstmal, von welchem Exchange kommt der. Ah, okay, kommt zum Beispiel von Google, also edX. Nehme ich ihn entgegen und parse den, wandle den um in das interne Format. Dann kommt dieser Augmentation-Schritt, das ist, wie gesagt, diese, kennt man den User schon, der hat die und die IP, also es gibt so mal Datenbanken, wo man nachguckt, ist die IP, wo ist die jetzt? Ist in Berlin zum Beispiel, dann kann man auch Werbung genau auf Berlin targeten und sowas. Die Informationen sind ziemlich wichtig, die passieren hier.
Dann steht in der Auktion da drin, wie lange hat man dafür Zeit? Meistens so maximal 100 Millisekunden. Scheduled entsprechend so ein Timeout, wo man dann, wenn der eintritt, schon eine Response zurückschickt, eine Leere, wo man sagt, nee, wir bieten nicht, weil der Bidder wahrscheinlich zu langsam war. Dann serialisiert man das in das interne Format und schickt das an den Bidder über SyrianQ. Irgendwann antwortet der hoffentlich, passt dann diese Response, macht dann noch ein paar Sanity-Checks, die ziemlich wichtig sind. Also wir hatten zeitweise Algorithmen, die sind dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann ist ziemlich viel Geld weg gewesen. Deswegen immer noch geguckt, dass der halt nicht zu viel bietet. Und danach eben Umwandlung der Response in das Exchange-spezifische Format wieder und raus damit. Wie schnell war das denn nachher? Da gab es jetzt das erste Bild dazu. Oh, wieder zu schnell. Wir hatten jetzt hier diese beiden Stacks gesehen, das ist immer Request-Handling und Response-Handling. Das sieht man hier, in dem Fall sind es 5 Server. Die Average, ich durfte jetzt keine Zahlen dran schreiben, aber es sind, ich darf so sagen, 250 Mikrosekunden, 500, 750, eine Millisekunde. Also Average brauche ich hier so 600 Mikrosekunden für das Request-Handling, diese 5 Server. Und Response-Handling auf diesem Exchange war das ein bisschen teurer, deswegen ist das ja auch ganz schön hoch. Oder sind das so 350 vielleicht Mikrosekunden, um halt die Response zu handeln. Und was man hier ganz gut sieht, ist halt, gerade wenn man die Performance optimieren will, es ist eben wichtig, auch überhaupt die ganze Zeit, also vor der Optimierung zu messen, wie schnell ist das aktuelle System, um dann, wenn man jetzt so einen Patch deployt, zu sehen, ah, okay, ist jetzt auf jeden Fall viel schneller. Weil wenn man einfach nur blind deployt und gar nicht weiß, ob es schneller ist oder nicht, bringt das nicht viel. Deswegen ist hier in dem Fall Graphite schon sehr wichtig. Und hier war das in dem Fall ein Update auf die neueste JSON-CPP-Library und die dann auch noch statisch gelinkt und das war halt ein krasser Performance-Optimierung. Nur einfach neuere Library linken. Deswegen also die auf jeden Fall, wenn denn die neueste verwenden. Und dann auf den anderen 4 Maschinen auch noch deployed. Und danach war es entsprechend doch um einiges schneller. Das heißt, der Broker war dann da, hat die ganzen Connections gehandelt und an den Bidder weitergeleitet. War auch ganz cool. Mit der Zeit, wenn man dann gesehen hat, ah, okay, der hat den ganzen Traffic und kann den handeln, man kann also noch mehr Augmentierung von Node.js nach C++ rüberschieben. Im nächsten Schritt haben wir dann Logging, habe ich da jetzt noch nichts zu gesagt, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, das heißt, eine Auktion kommt rein, der Bidder berechnet die ganzen Gebote und loggt die ganzen Entscheidungen in einen, in dem Fall war es Kafka, in eine Message Queue rein, die dann im Warehouse landet und dann analysiert wird. Und das Ding ist halt, das ist auf jeden Fall wichtig, weil darauf basieren die ganzen Rechnungen, die wir dann den Kunden gestellt hatten. Das heißt, wenn es da irgendwie Probleme gibt oder Sachen fehlen, ist es halt nicht so cool, weil dann verliert man auch wieder Geld. Und wir haben dann das, wenn man jetzt diesen Stack so sieht, quasi der Entry Point, das war in der Regel Nginx, den Broker, der das C++ Handling macht und der Bidder. Vorher war es so, das Logging war immer noch in dem Bidder drin, wurde dann aber verschoben in den Broker, dass der, wenn der einen Bit-Request reinkriegt, den schon lockt, also wenn der Bidder auch geantwortet hat, dann auch das lockt. Klingt jetzt erstmal jetzt irgendwie nicht so spannend, aber das war halt an sich cool, weil dann, wenn jetzt eine Auktion reinkommt, muss die gar nicht mehr bis zum Bidder durch, um auch gelockt werden, auch wenn man weiß, man bietet gar nicht, sondern die kann dann im Broker schon ausgefiltert werden und braucht gar nicht den Bidder erreichen. Das heißt, man kann dann anfangen, Quality of Service oder Load Balancing zu implementieren. Das heißt, man weiß, der Bidder ist eigentlich überlastet, man muss ihm aber den Bid-Request jetzt nicht mehr schicken, weil er den loggen muss, sondern man kann ihn jetzt selber schon loggen und da man, wie gesagt, weiß, der ist überlastet, kann man auch gleich zurück sagen, nee, wir bieten gerade nicht, weil wir können gerade nicht. Und hat dann die Möglichkeit, dass man den Traffic skalieren kann, ohne dass der Bidder auch unbedingt mit skalieren muss. Was halt super war, weil die ganzen Data Scientists, die Algorithmen entwickeln und den Traffic analysieren, um zu gucken, gibt es irgendwie neue Modelle, die vielleicht noch besser laufen oder gibt es anderen Traffic, der irgendwie noch mehr Geld bringt oder sowas. Die wollen halt das die ganze Zeit sehen. Und so hatten wir jetzt die Möglichkeit, wenn in den Exchanges zu sagen, ja, gebt uns mal auch noch Traffic für Italien zum Beispiel, auch wenn wir wissen, wir bieten gar nichts drauf. Wir konnten ihn aber dann mindestens loggen und analysieren. Und das hat dazu geführt, dass dann der Broker dann doch irgendwie wieder zum Bottleneck wurde, weil immer mehr Traffic reinkam und er wieder optimiert werden musste. Und bevor ich aber zu der Optimierung zur Weiteren komme, wollte ich noch kurz ein Jason Love and Hate, das Angekündigte, durchgehen.
wie gesagt, der Prozess macht eigentlich die ganze Zeit nur, JSON nimmt das entgegen, passt das, wandelt das um, packt dann noch neue Sachen rein. Und man hat ziemlich viel Code, der dann irgendwie so aussieht, man hat dann zum Beispiel das JSON-Objekt, was reinkommt, holt sich ein Field raus und hat dann überall im Code verstreut Type-Checking. Ist aber eigentlich in allen Sprachen so, die mit JSON irgendwie rumhantieren. Man muss halt gucken, ist das jetzt null oder string, weil die beiden Sachen sind erlaubt. Wenn nicht, dann wirft man Exception oder macht halt irgendwie Error-Handling. Denn so sieht dann halt optionales, also Handling von optionalen Values aus. Ist es null? Wenn ja, dann mach irgendwie ein Default-Value. Wenn nicht, dann nutzt den. Und dann irgendwie manchmal ändern sich Typen, dann sieht man ja schon, ah, das war mal UIN64, hat sich aber noch String geändert, man hat aber das vergessen, weil es gibt keinen Compiler-Fehler. JSON ist ja quasi alles, so ein Variant, deswegen weiß man gar nicht, dass es gar nicht funktioniert und in der Regel läuft der Code sogar noch durch und der versucht irgendwie, wenn das jetzt ein String ist, dann versucht er den noch sogar in UIN zu casten und gibt vielleicht sogar Werte zurück oder da kommt Müll raus und man wundert sich irgendwann, was passiert denn da? Halt laufen nur so eine Fehler, die eben passieren, weil man dieses vage JSON-Konstrukt eben hat. Oder auch so Nettigkeiten wie ein Typo, zum Beispiel in den Strings. Man hat den irgendwie an mehreren Stellen verwendet und irgendwo hat man sich mal vertippt. Man hat jetzt irgendwie zum Beispiel ein kleines F statt einem großen F geschrieben. Geht aber auch, weil das ist dann, gibt dann Null zurück und das läuft dann immer einfach in diesen Default-Case rein. Das heißt, es ist eigentlich valide, weil es ja ein optionales Feld. Und gibt einfach mal diesen Default-Wert zurück. Und irgendwann wundert man sich, hä, wieso funktioniert das nicht? Und hat irgendwie schon wieder ganz schön, also ein paar Tage Traffic eigentlich verloren, weil das jetzt irgendwie ein neues Feature zum Beispiel. Wollte das verwenden, aber hat die ganze Zeit das gar nicht verwendet, weil man ein Typo drin hatte. Man kann zwar testen, aber man kriegt halt diese ganzen Fehler, die man eben haben kann durch JSON, einfach nicht weg. Oder also nur schwer weg. Und das ist halt sehr anstrengend, weil dadurch auch öfter Geld verloren gegangen ist, Traffic verloren gegangen ist, den man analysieren wollte und so weiter. Und dann denkt man so darüber nach, wie kann man das verbessern? Und dann gibt es zum Beispiel JSON-Schemas, wenn ihr die kennt, das ist in JSON wiederum eine Beschreibung über die Struktur eines JSONs, die einem sagt, ah, okay, hier ist ein Field, das ist optional und das ist zum Beispiel unsigned int. Kann dann das Schema einmal anwenden auf das JSON und weiß dann, okay, die Typen stimmen wenigstens, das heißt, man kann die Type-Checks überall rausnehmen, hoffentlich. Hat dann aber immer noch das Problem mit den Typos, weil man da immer noch über Strings reingeht. Und die Typen sind doch irgendwie noch überall zerstreut im Code, weil man hat immer noch diese Funktion SUN64 und wenn man einen Type ändert, von überall durchgehen und gucken, verwendet er den richtigen Getter oder muss man das noch ändern auf SString? Man bekommt halt keinen Compile-Time-Fehler. Das ist halt super nervig, da denkt man vielleicht sogar irgendwann drüber nach, ja, irgendwie eigene Serialisierung zu schreiben. Das heißt, man baut sich irgendwie Structs, die diese JSONs quasi abbilden und baut dann selber Code, der dann von JSON in diese Structs umwandelt, wo man dann die Structs weiterverwenden kann, was halt auch, genau, habe ich noch gar nicht gesagt, ein großer Nachteil von JSON ist natürlich auch, man geht die ganze Zeit über Strings an Member ran, das heißt, man hat nicht einen Struct, wo einfach ein Member drin ist, man weiß halt einfach die Memory-Adresse, sondern man nimmt den String, guckt irgendwie in so einer Map nach, kriegt so einen Pointer auf einen, so einen Node-Baum, also so einen Knoten in dem Node-Baum und sagt dann da irgendwie S-String oder so. Das ist halt natürlich mega langsam. Wäre dann irgendwie, wenn man jetzt die Realisierung selber baut, auch nicht schlecht, weil dann hat man wenigstens das Struct, was performant ist. Hat aber dann die ganze Zeit diesen Serialisierungscode, den man pflegen muss. Ist auch nicht schön. Und dann auch geguckt, mit JSON-Schema gibt es für Node.js eine Library, die ist auch halbwegs schnell. RapidJSON hat auch ein Feature, wo man so ein JSON-Schema reingeben kann und ihm sagen kann, ey, pass das mal und der prüft das. Ist aber leider mega langsam. Und dann weitergeschaut und wir haben einen Exchange, der einzige, der nicht über JSON spricht, sondern über Protobuf, das ist der von Google, weil von denen kommt auch das Format. Kennt jemand Protobuf? Ah, sehr gut, fast alle. Und der ist eigentlich der komplexeste Connector, der macht eigentlich am meisten, aber der war immer mit Abstand der schnellste und dann so geguckt, ah, okay. JSON an sich ist halt, wie gesagt, das Problem, dass du halt die ganze Zeit in diese Maps reinguckst. Warum denn nicht einfach Protobuf auch für JSON benutzen? Für die, die Protobuf noch nicht kennen, das ist eigentlich ein Beschreibungsformat, so ein abstraktes, so eine eigene Sprache, um Serialisierung, also die serialisierten Daten zu beschreiben.
mit der Reihenfolge, wie die serialisiert werden, welche Typen, ob es optional ist oder required. Man kann halt Subklassen erzeugen, irgendwelche Namespaces, das ist jetzt irgendwie speziell für Java noch. Wirft dann so einen Protobuf-Compiler an und der erzeugt dann C++-Klassen wirklich mit den Gettern. Has A, dann weiß man, ah, okay, optional, ja, hat das überhaupt ein A? Wenn ja, dann kann ich mir den Getter holen und kriege auch wirklich ein IN32, also wirklich ein typisiertes, also einen typisierten Getter, Setter entsprechend und kann auch hier mit Submessages arbeiten und auch schön mit Cons und so weiter. Also es ist ziemlich, ich bin eigentlich kein Fan von generierten Code, aber da ist es halt super cool, weil man muss halt diesen Serialisierungscode eben nicht mal selber maintainen und kriegt on top noch Klassen, die halt in Memory wirklich zugreifbar sind über Getter. Muss nicht die ganze Zeit über irgendwelche Strings da reingehen. Anderer Vorteil ist auch, viele Sprachen haben es halt, C++ nicht, ist Reflection, das heißt, man kann so eine Message nehmen, die haben zum einen Deskriptoren über die statischen Informationen, also hat das zum Beispiel so ein Field A und ist das jetzt irgendwie vom Typ IN32. Und man kann über Reflection dann auch an diese Felder rankommen. Das heißt, man hat jetzt hier zum Beispiel sich den Deskriptor von dem Field A geholt, IN32, und kann das dann auch, kann den Getter dazu aufrufen und bekommt auch den Value. Komme ich gleich noch zu, sehr praktisch. Serialisierung ist eigentlich von Google nur binär und es gibt noch so ein Textformat, was sie aber eigentlich nur zu Debugging-Zwecken empfehlen. Also eigentlich ist es ein binäres Serialisierungsformat, hat also eigentlich nichts mit JSON zu tun. Ist aber, wenn man jetzt intern zum Beispiel serialisiert, dann kann man auch zum Beispiel Protobuf trotzdem nutzen zwischen den Maschinen, weil das wiederum auch sehr schnell ist. Anderes cooles Feature von Protobuf ist diese Messages, also die Klassen, die generiert werden, die erben von Message und kriegen dadurch unter anderem diese Funktion mit dazu geschenkt. Das heißt, wenn man jetzt, Gesundheit, wenn man eine Message verwendet und dann irgendwie seinen Traffic reinbekommt, den deserialisiert in so eine Message, die verwendet, wenn man fertig ist, ruft man einfach clear auf, dann löscht er die Informationen, dass die Felder gesetzt sind, behält aber den Speicher intern bei. Das heißt, das nächste Mal kann man diese Message wieder nehmen und seine Sachen wieder da rein deserialisieren und hat asymptotisch keine Allokationen mehr. Was halt super praktisch ist, weil Allokationen in der Regel das teure sind. Und selbst auch für String-Member, da werden die Strings beibehalten, bloß aber halt auf 0 gesetzt. Und wenn das nächste Mal ein String kommt, der halt idealerweise nicht länger ist, dann nimmt er wieder den String und packt den neuen da rein. Das heißt, wie gesagt, nach einer Zeit, die auch gar nicht so lange ist, hat man fast gar keine Allokation mehr. Hat halt den anderen Vorteil noch, dass es ein super Format ist, um sein Datenformat zu dokumentieren. Google hat auch zum Glück diesen ewig langen Standard, den es für dieses OpenRTB, was das Standardformat für diese Realtime-Bidding-Geschichten ist, nach Protobuf mal portiert. Und man sieht halt ja auch schon, ja, okay, hier man hat, ohne irgendwie Code drumherum zu haben, wirklich eine Beschreibung des Formates, kann, wir hatten das dann auch in einem extra JIT-Repository, wirklich die History sehen, wie hat sich das Format geändert, warum, und sieht halt die Diskussion in den Pull-Requests und so weiter. Ist halt super, um eben teamübergreifend zu diskutieren über Format-Changes und dann das wiederum als Basis zu nutzen, um Code zu generieren für C++ oder eben auch für Java bei uns in dem Fall. Das ganze Warehouse ist halt alles in Java geschrieben, das heißt, man kann eine Beschreibung nutzen und die halt sprachenübergreifend verwenden. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei JSON, sondern noch bei Protobuf. Es gab vor kurzem das Release 3.0 von Protobuf. Das war ein ziemlich großer Rewrite nochmal, wo jetzt auch ein JSON-Util dabei ist. Das heißt, es ist ein Utility, das nimmt ein JSON, wandelt das in das binäre Datenformat von Google um, also in das Protobuf-Format, und dann deserialisiert das dann in die Messages und Rückweg genauso. Also Message erst in das binäre Format und von dem binären Format in JSON. Es gibt aber Libraries, die gibt es auch schon ein bisschen länger, weil früher gab es das Feature noch nicht. Die nehmen das JSON und die Message, in die man das reinhaben möchte, und nutzen die Reflection, die ich vorhin gezeigt habe, und gehen dann halt das JSON durch. Ah, okay, ich habe jetzt irgendwie gefunden, hier ist ein Field A, da ist irgendwie ein Number drin, dann gucke ich, ah, okay, die Message hat auch ein Field A, das ist ein IN32, okay, kann ich konvertieren.
kopiere ich also den Value in die Message rein und gehe so ganz durch. Und wenn ich am Ende fertig bin mit dem JSON, gucke ich nur, sind alle Required Fields in den Messages gesetzt? Und wenn ja, bin ich fertig. Das ist also ein ziemlich cooler Weg, um von rohem JSON, also man nimmt einfach den Pointer auf den Buffer, wo das JSON eigentlich drin ist, und kriegt dann eine fertig deserialisierte Protobuf-Message raus, die mit allen Gettern, mit den ganzen Vorteilen, ohne irgendwie jetzt JSON noch in seinem Code zu haben. Das verstecken die alle. Es gibt eine, die eben auf RapidJSON basiert, noch zwei auf Jensen. Wir hatten eine, die dann das für JSON CPP gemacht hat. Das ist halt echt cool, weil man hat eine Stelle, an der ist eben genau dieser Reflection-Code. Man kann die auch optimieren, wenn man braucht. Und hat halt nicht mehr überall diesen ganzen JSON-Code und hat aber trotzdem den Vorteil, dass man da außen hin trotzdem noch JSON spricht, obwohl man halt das nicht mehr im Code drin hat. Das gleiche gibt es auch für Java, der das über die Reflection macht. Und Node.js ist ja eh JSON quasi und deswegen ist das gar nicht so schwer, aber die haben halt dieses binäre Format auch noch unterstützt. Das heißt, also es gibt, wenn man eh JSON reinkriegt bei Node.js, braucht man ja nichts mehr machen, weil man ist ja schon bei JSON. Und wenn man aber eine rohe Protobuf-Nachricht reinbekommt, gibt es halt jetzt auch noch diese, das heißt jetzt, also gibt es schon länger, die Library, die eben das binäre Format auch unterstützt. Und auch echt schnell ist. Also man ist ungefähr genauso schnell wie die interne JSON-Implementierung von Node.js. Also das heißt, wenn man jetzt seinen Stack intern auf Protobuf wechselt, muss man nicht davor zurückscheuen, dass man in Node.js auch Protobuf verwendet, wenn man denkt, ah, ist ja langsamer, aber ist halt glücklicherweise wirklich genauso schnell. Genau, schon gesagt. Also man hat jetzt wirklich eine Stelle, das ist die komplette Validierung, weil man hat ja dieses Protobuf-Schema und kann da Performance optimieren, wenn man will. Hier sieht man das jetzt mal mit dem neuen Feature von Protobuf 3. Man gibt hier einfach das jetzt quasi in std-String, wo der rohe Buffer drin ist von dem Request. Man kriegt dann seinen Bit-Request raus und kann dann auf den einfach zum Beispiel den ID-Getter aufrufen und seine Response zurückschicken. Und wie gesagt, null JSON mehr, keine Strings, mit denen man mehr in diese Objekte reingeht und so weiter. Das heißt, der Code sieht schöner aus und ist noch schneller. Hier ist jetzt der Graph, das sind jetzt wieder 250, 500, 700, eine Millisekunde. So eine Millisekunde bis 1,25, 1,3 Millisekunden ungefähr hat es gedauert vor den Patches. Und das ist jetzt ungefähr ein Monat, also man sieht immer so, eine Bubble ist so ein Tag. Hier oben sind wieder Request-Handling und unten Response-Handling. Hier war der erste Patch, da hatte ich nur eine Handvoll Exchange-Konnektoren portiert auf das neue Format, also auf das, was ich eben gezeigt habe mit dem Protobuf. Dann alle anderen Exchange-Konnektoren, das heißt, hier waren jetzt schon mal die ganzen Exchange-Konnektoren portiert auf Protobuf-Messages. Intern wurde jetzt aber für diese Augmentierung, für diesen zweiten Schritt noch JSON verwendet. Das sind irgendwann rausgeworfen und man sieht dann hier, was drin ist, 250, 300, 400 Mikrosekunden gegenüber vorher weit über einer Millisekunde. Performance-Optimierung. Und dadurch war es dann möglich, dass wir ungefähr so 3 Milliarden Requests am Tag handeln konnten. Das war so ungefähr der Traffic. Ja. Also das war, wie gesagt, erstmal eine Handvoll Exchanges, dann waren alle Exchanges portiert und hier war dann noch dieser zweite Schritt. Also es sind ja erstmal die ganzen komischen Formate der ganzen Exchanges in eins umwandeln und dann der zweite Schritt ist, das noch anreichern mit internen Informationen. Also wo ist der User her? Also erstmal steht nur die IP drin, dann gucken wir in der Datenbank, ah okay, Land ist zum Beispiel Deutschland, Region ist irgendwie Berlin und Lat long kriegt man dann noch teilweise raus. Also, also die ganzen Informationen, die man dann danach noch reinschreibt, das war dann halt dieser Augmentierungsschritt, der war dann auch noch portiert. Danach war halt komplett null JSON mehr in dem gesamten Code. Nur noch halt diese Protobuf-Messages. Und ja, wie gesagt, also Peak-Zeiten waren so bis zu 100.000 Requests pro Sekunde, die wir dann mit den vier Maschinen handeln konnten. Und tagsüber waren es dann so in Summe akkumuliert dann ungefähr 3 Milliarden Requests. Also Auktionen pro Tag. Und das war für mich so, okay, der Code sieht schöner aus, ist typsicher, ist besser dokumentiert in dem Format. Er ist kürzer, weil in der Regel ist auch der JSON-Code, der ist ein bisschen länger, wenn man die ganzen Getter noch hat, hat keine Typos mehr, hat den entsprechenden Compile-Time-Fehler, wenn man sich vertippt,
hat eine Stelle, wo man jetzt bloß nur das JSON-Handling hat und es ist schneller. War dann so, ja, yeah, yeah. Protobuf für alles. Und ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt schon wirklich in mehreren Projekten nachverwendet. Es lohnt sich wirklich. Also nach außen sieht es aus, als würde man JSON handeln, aber intern hat man halt die ganzen Vorteile von dem Protobuf. Und ich finde, es lohnt sich wirklich, vor allem für Webservices, um schnelle Webservices hinzubekommen, kriegt man mit rohen JSON einfach nicht. Und die Graphen, die ich vorhin gezeigt hatte mit den JSON-Performances, das ist ja nur erstmal die Performance, um das JSON zu parsen und einen Member rauszuholen. Und dann geht es ja erstmal noch, geht die Performance ja immer noch weiter bergab, umso mehr man dann macht. Und in der Regel will man ja nicht nur was entgegennehmen und nichts zurückgeben, sondern man macht ja auch was damit. Und deswegen werden die Zahlen dann natürlich entsprechend noch kleiner. Das Ganze ist schon ziemlich cool, hat auch eine Menge Performance gebracht. Das war auch ungefähr das Letzte, was ich in der Firma dann noch gemacht hatte. Eine der letzten Sachen war dann rausgegangen, mache jetzt andere Sachen. Hatte danach noch weiter überlegt, das muss man da irgendwie noch weiter optimieren können, weil die Libraries, die diese Reflection nutzen, die laden ja erst, also warten, bis der gesamte Request-Buffer da ist, nehmen den, erstellen da diesen kompletten JSON-Baum draus in Memory, dann kann man schon den Request wieder wegwerfen, den man hatte, also braucht den schon mal nicht mehr, hat aber, wie gesagt, das ganze JSON in Memory und dann noch die Protobuf-Message, in die man das dann rein deserialisiert. Das heißt, hat so noch ziemlich viel Memory die ganze Zeit zusätzlich, die man eigentlich nicht braucht. Und nutzt halt die Reflection, was auch jetzt nicht so schnell ist. Also man hat schon gesehen, das ist extrem schnell gegenüber JSON-Handling. Aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn man einfach den rohen Buffer nimmt, Stück für Stück, wenn er reinkommt. Und dann mit diesen eventbasierten Libraries, zum Beispiel Yale, dann guckt, ah, okay, jetzt habe ich ein Field gefunden und gehe dann direkt zur Protobuf-Nachricht und packe direkt aus dem rohen Buffer die Informationen in die Protobuf-Message, weil ich muss ja nicht die Reflection nutzen, weil ich kann, oder genau, das kann man noch mit Reflection machen und das kann man dann noch weiter optimieren. Die Protobuf-Message, die hat man ja zur Compile-Zeit schon. Also es gibt auch diesen Proto-C-Compiler, der daraus diese ganzen Klassen generiert. Und es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn man den auch oder noch ein zweites Tool nimmt und den dann quasi diese Logik implementiert, die aus dem JSON dann direkt über Events dann in die Protobuf-Message reinschreibt. Und da hatte ich dann was gebaut und jetzt hier bloß so als Beispiel so eine kleine Nachricht. Zwei Felder, ich glaube, das ist auch die von vorhin, ja genau. Mit einem Infield, so einer Submessage und in der Submessage noch so ein String, das könnte dann so aussehen. Und man könnte es ja so machen, dass man eine State Machine generiert zur Compile-Zeit, weil man weiß ja, wie gesagt, kennt ja diese ganze Description schon. Und wenn jetzt so ein Event kommt, ey, ich habe eine geschweifte Klammer gefunden, also man startet hier bei Ausgang, also Zustand 0 in der State Machine, kriegt jetzt die öffnende Klammer von Yale, kriegt einen Callback und sagt so, ja, ja, hier, öffnende Klammer, gut, passt, nehme ich. Und wenn jetzt zum Beispiel gleich die schließende kommt, sage ich auch okay, weil dann ist es einfach ein leeres Objekt. Oder es kommt Key A oder Key B. Wenn jetzt zum Beispiel oben gleich Key C kommen würde, ist in der State Machine nicht abgebildet, das heißt, er würde sagen, nee, ist invalides Format. Das heißt, man hat auch gleich die Validierung. Also es ist so ein bisschen absurd, ich hoffe, kommt mit. Ist halbwegs verständlich mit der State Machine. Okay. Also man generiert, wie gesagt, so eine State Machine. Die hatte implizit das Checking der ganzen Typen schon mit drin, weil die nur die validen States kennt und alle, die sie nicht kennt, die rejected sind. Und dann kann man halt, je nachdem, wie man die Events reinbekommt, halt durch die State Machine wandern. Und wenn man am Ende wieder bei State 0 ist, dann ist es ein valides JSON und man hat es fertig deserialisiert in seine Message. Hat halt kein zusätzliches JSON-Objekt noch dazwischen, sondern direkt von dem rohen Buffer Stück für Stück in die Message, was dann auch am Ende wieder eigentlich idealerweise null Allokationen ist, wenn man das Feature verwendet, was ich vorhin zeigte, hatte mit dem Clear, wenn man also die Message immer wieder reused. Es war so ein Proof of Concept, den ich gebaut hatte. Also wer damit mal rumspielen möchte, kann das tun. Gibt es auf GitHub. Das ist halt der Proto-C-Compiler, der von Google, der generiert hier den C++-Code für das OpenRTB. Und dann das Proto-G, das ist halt irgendwie dieser Generator für das Serialisierungsding, nimmt auch das Protobuf-File, nimmt noch den Header, der generiert wurde. Und man sagt, ich hätte gerne jetzt diesen JSON-Serialisierungscode, Deserialisierungscode für diese Message. Und dann erzeugt er halt den Code dazu. Sieht nicht wirklich schön aus. Es ist ein langes C-File oder C++-File, wo die ganzen Events gehandelt werden, so mit riesen Switch-Cases.
Aber, ups, ist erstaunlich schnell. Also ich hatte ja vorhin schon gezeigt, Schema-Validierung mit JSON langsam. Proto 3 hat jetzt dieses JSON-Feature, ist auch nicht schnell. PBJSON, das war das mit der Reflection zwischendurch. Ist schon mal halbwegs schnell, ein bisschen langsamer, als würde man direkt JSON nutzen, aber halt der Folge-Benefit ist halt viel höher. Und mit dem Proto-G hat man halt den Vorteil, dass man sogar schon mit Validierung, mit schönerem Code und so weiter quasi sogar schneller ist als JSON-CPP. Also ist erstmal Proof of Concept, hat noch ein paar Bugs und so weiter, aber man sieht schon mal, wenn man Protobuf verwendet, muss man nicht unbedingt hier sogar auf dem Level einen Schritt zurückgehen und dann erst im nächsten Schritt quasi nach zwei Schritte nach vorne, wie vorhin gezeigt, sondern kann auch dann da schon ungefähr so schnell sein wie nur mit JSON-Parsing, aber halt validiert. Okay, Zusammenfassung. Wie gesagt, immer erstmal messen, wie schnell ist es aktuell, wie hat es sich wirklich geändert, hat das was gebracht, was ich geändert habe. Web-Services sind mehr als nur HTTP plus JSON, habe ich glaube ich gezeigt. Man hat zwar HTTP und JSON irgendwie drin, aber am Ende ist halt diese gesamte Business-Logik noch, die wirklich wichtig ist, und dafür muss man eben gucken, dass man da das beste Framework hat, und da denke ich, ist man mit Protobuf ganz gut. JSON hat nämlich einfach seine Tücken, kann man damit ganz gut umgehen. Wir haben gesehen, jetzt auch hier wieder, C++ ist nicht unbedingt das schnellste, gerade jetzt hier mit Proto 3 ist man sogar langsamer als ein validiertes JavaScript in Node.js, Faktor 3 sogar, erstaunlicherweise. Kann aber sehr schnell sein, wenn man es richtig verwendet, und wie gesagt, gibt viele Libraries, keine eine Lösung für alles. Danke, erstmal. So, Fragen oder direkt zum Bier? Habe ich das richtig verstanden, dass du zwar für die ganze Verarbeitung intern auf dieses Protobuf umstellst, aber weiterhin auf dem Wire, ja, JSON verwendest, auch intern? Jein. Könntet ja intern zwischen euren Services, könntet ihr ja Protobuf Netzwerk verwenden sozusagen, um da nochmal diesen extra JSON-Schritt rauszunehmen. Das habt ihr nicht gemacht. Doch, haben wir später auch gemacht. Also zum einen erstmal, zu den Exchanges muss man natürlich noch JSON quatschen, weil die geben das einfach vor, da kann man das nicht ändern. Intern hatten wir erst noch JSON, der Einfachheit halber, weil wir hätten sonst den Bidder eben anfassen müssen, wir wollten das erstmal orthogonal machen. Haben sie im späteren Schritt auch mal getestet. Und es hat einen ziemlich großen Vorteil gehabt, weil das JSON wurde dann doch teilweise sehr groß und war dann oft über mehrere TCP-Pakete sogar verteilt und hat dann irgendwann auch dafür gesorgt, dass die Switches ausgelastet waren. Also wir hatten mehrere Racks in dem Rechenzentrum und die Switches in den Racks waren halt verbunden mit so Crosslinks und die waren irgendwann einfach am Limit. Und einfach nur der Wechsel auf Protobuf hat halt dafür gesorgt, dass die Messages viel kleiner werden, weil man muss ja nicht die ganze Zeit immer diesen JSON-Key mit davor schreiben. Das ist immer so ein ziemlich optimiertes binäres Format, dass wir halt auch die Switches dann stark entlastet haben. Also wir haben es dann gemacht und hat einen großen Benefit auch noch gebracht. Das ist halt der Vorteil, wenn man intern, genau, kann man ja machen, was man will, und da kann man dann eben auch das Protobuf-binäre Format nehmen. Ja. Protobuf ist jetzt eine binäre Alternative zu JSON, das ist immer was anderes, was Message-Pack oder andere. Ja, also wir haben so ziemlich alle, die es ungefähr vor, wann war das? Vor 2 Jahren ungefähr war das, die es damals gab, auch Message-Pack. Die sind teilweise, haben die coole Ansätze und sind in der Regel auch schlanker als Protobuf, wenn man kriegt halt diese ganze Code-Generierung und so, kriegt man halt alles da irgendwie da, zieht man sich mit rein. Hat aber den Vorteil, dass man überhaupt auch die Code-Generierung hat. Bei den ganzen anderen Formaten hat man halt einfach nur das Format und halt einen Parser und hat aber jetzt nicht zum Beispiel die Klassen, die da mit auch gleich generiert werden, wo halt die ganzen Member dann gleich mit ausgefüllt werden. Und das war am Ende halt eigentlich der größte Gewinn. Nicht halt das Format, was über die Leitung kommt, sondern wirklich der Code, der daraus generiert wird, und halt die einfache Deserialisierung in diese Strukts bzw. Klassen und dann diese Verwendung davon, weil wie gesagt, man hat halt nicht, das Format ist nicht das, wo die meiste CPU-Zeit drauf geht, sondern halt quasi die Business-Logik, und deswegen war da der große Vorteil, Protobuf hat diese generierten Klassen mitgebracht. Und noch ein anderer Punkt, wir haben sie getestet, auch dieses
BSON, dieses Binary JSON, Message Pack und so weiter, die waren irgendwie gar nicht so schnell, erstaunlicherweise. Die waren zwar teilweise ein bisschen schlanker, gerade jetzt, wenn man irgendwie so Sachen in die Datenbank speichern will, spart man sich ein paar Bytes. Aber wir haben dann am Ende auch die User-Informationen und so weiter in den Key-Value-Stores über Protobuf sogar auch abgelegt. Also wir haben dann auch in den Datenbanken Protobuf verwendet. In der Datenbank, ja. Also nicht überall, aber es gab ein paar Fälle, wo gerade die gesamte User-History, wenn man jetzt ziemlich viel über den User schon gesehen hat, können da ziemlich viele Informationen anfallen und haben dann Protobuf verwendet. Hat auch den Vorteil, durch diese, ich kann nochmal kurz zurückgehen, sieht man das hier irgendwie, genau. Dadurch, dass man das so durchnummeriert, diese Felder, ist ein bisschen nervig manchmal, aber dadurch, dass man die explizit nummeriert, hat man halt Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität. Das heißt, man kann später irgendwie noch Felder hinzufügen. Alter Code kann jemand noch lesen, sieht dann, irgendwie Feld 3 kenne ich nicht, aber ich behalte das erstmal. Und man kann es dann auch wieder mit rausserialisieren, wenn man möchte. Also eine Menge Vorteile. Auf jeden Fall. Ja, war der Winner. Du hast noch eine Frage? Genau, da hatte ich, warte, das war irgendwo ganz weit vorne. Hier, genau. CPP Meetup, da mal reingucken, da sind die Benchmarks jeweils, ich glaube, ich habe die meisten JSON-Libraries, die sowohl mit EV-HTTP als auch mit HTTPP getestet, dann auf Linux-Maschinen getestet, auf Mac und so weiter. Da könnt ihr auch mal reinschauen, das mit CMake, wenn es irgendwie Probleme gibt, auch gern irgendwie Pull-Requests oder so. Ist jetzt aber auch kein, ist jetzt einfach eigentlich nur so Beispielcode, den müsst ihr kompilieren. Sind auch ein paar Demos noch drin, jetzt ich glaube, wo war das? Das Ding ist mit drin und so ein paar andere Sachen noch, also damit man einfach schon mal grob sehen kann, wie sieht so ein kleiner HTTP-Server mit ein paar Libraries aus. Genau, das ist da drin. Jo, dann, Du hast jetzt nur über die Serverseite geredet, was C++ angeht, wie sieht es auf der Client-Seite aus? Also Libraries dafür, um jetzt einen HTTP-Request zu machen und nicht einen zu beantworten, machen das die Libraries auch alle mit oder nimmt man da was anderes? Unterschiedlich, also die meisten sind wirklich, wo waren sie? Noch ein? Da, genau, die meisten sind wirklich Serverseite, sind dafür da, um entweder in einer bestehenden Applikation einen HTTP-Server mit einzubauen oder wirklich einen Standalone-HTTP-Server zu betreiben. HTTPP kann Requests auch stellen und nutzt dafür dann aber einfach libcurl. Also man kann, wenn man jetzt einfach nur Requests machen will, libcurl nehmen, weil der hat irgendwie alles implementiert, was man irgendwie so implementieren kann im HTTP-Bereich. SSL mit irgendwelchen exotischen Kombinationen und so weiter. Den kann man auf jeden Fall, also wie gesagt, curl kann man verwenden. Der hat einen Wrapper drum. Unbenutzbar, kompliziert ist. Und, also gerade wenn man asynchrone Requests machen will, dann wird es so richtig schwierig. Das macht keinen Spaß. Nee, das macht wirklich keinen Spaß. Deswegen, wenn man jetzt selber eine asynchrone Event-Loop schon hat in seinem Programm und eigentlich, die ja dann auch das TCP-Handling in der Regel schon macht, kann man HTTP-Parser nehmen. Ist halt eine sehr schlanke, minimale Library, die wirklich nur HTTP-Parsing macht. Nee, jetzt erzähle ich Mist. Der kann Client-Requests als auch Server-Responses parsen. Also man könnte sich, genau, Serialisierung, also man kann sich das per Hand serialisieren und dann die Response mit dem HTTP-Parser parsen. Das wäre das Minimalste. Das ist natürlich auch nicht schön. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich gar nicht. Also in der Qt-Library, weiß ich, gibt es halt einige Client-Libraries, aber die, sind, die Schnittmenge ist jetzt nicht so groß. Das sind nochmal ein paar andere Libraries, wenn man wirklich HTTP-Requests machen will. In Boost ASIO ist, wenn ich mich recht erinnere, sind auch eine Client-Library schon drin, aber serverseitig eben noch nicht. Da mal schauen. Ja, müsste ich auch mal schauen, was es dann noch so gibt. Dann, wenn man jetzt diese HTTP-Libraries verwendet, wirklich ein HTTP-Server aufsetzt, ist das ein, den man auch ans Internet lassen kann oder ist das nur intern verwendet? Ich bin auch immer sehr vorsichtig, ist auch Node.js oder so würde ich eigentlich nie ans Internet hängen. Ich hänge immer noch ein Nginx oder HT-Proxy davor. Bei Proxygen würde ich sagen, kann man es machen.
ist auf jeden Fall sicher, dass man die verwenden kann. HTTP-Parser würde ich sagen auch. Der ist halt in tausenden Projekten schon verwendet. Ist auch der, der in Node.js unten drin hängt. Der dürfte eigentlich keine Probleme machen. Der hat einen eigenen HTTP-Parser, der auch, weiß ich gerade nicht, der hat auch einen eigenen, ein verhältnismäßig kleines Projekt. Und wir hatten das jetzt auch mal genommen für ein Projekt, würde ich jetzt auch nicht so direkt ins Internet hängen. Immer noch ein Nginx davor oder sowas. Hat man auch den Vorteil, man hat, kann halt dann gleich das Load Balancing auf mehrere HTTP-Server machen. Gut, aber es ist halt ein extra. Es ist ein extra Layer, das stimmt, ja. Aber ja, was ist eben, wenn jemand kommt und sagt, ich schicke ihm jetzt mal einen Header, der irgendwie 100 Gigabyte groß ist und guck mal, ob irgendwas überläuft oder so. Genau, also kann man in der Regel, gerade mit den asynchronen Libraries, bekommt man ja den Header nicht mit einmal, sondern eben Chunk für Chunk und dann sagt man einfach irgendwie nach 10 Megabyte, nee, ich breche jetzt ab, schließe einfach die Verbindung. Anderer Vorteil noch, wenn man ein Nginx davor hängt, in der Regel will man nicht SSL-Termination in dem Prozess machen, der auch den HTTP-Server hat, weil da ist ja meistens auch die Business-Logik drin und gerade so Sachen wie Heartbleed, wenn man halt über SSL-Bugs Speicher auslesen kann von dem Server, kann es schon kritisch sein, je nach Anwendung, die man hat. Und das ist halt besser, wenn man einen Prozess davor hat, der die SSL-Termination macht, also die HTTPS-Verbindung entgegennimmt und dann Reverse-Proxy auf den intern eigentlichen HTTP-Server, dann kann man immer noch HTTP oder sowas machen. Aber wenn es halt einen Bug gibt, dann ist nicht gleich die gesamte, der gesamte Speicher der Applikation nach außen hin sichtbar, sondern erstmal nur von dem Proxy davor. Das ist so auch nur ein Grund, der für den Layer davor spricht. Genau, da hatten wir Nginx dazwischen, der nicht unbedingt sein muss, weil es ja quasi so ein internes Netzwerk, den kann man eigentlich schon vertrauen, sage ich mal. Sind aber noch mehrere Feature, die der übernimmt. Das heißt, wir hatten jetzt in dem Fall 4, 5 HTTP-Server in C++ und man kann jetzt dem Exchange einfach alle 5 IPs geben. Dann müsste man ihm aber vertrauen, dass er das Load Balancing vernünftig macht. Und das macht man in der Regel nicht, weil da sind auch ein paar dabei, die machen das nicht so gut. Und deswegen ist eben noch ein Nginx davor oder eine Handvoll Nginx, die dann das eigentliche Load Balancing übernehmen, das ist das eine. Dann Health Checking, das heißt, wenn einer kurz down ist für ein Deploy oder sowas oder weil er gecrashed ist oder was auch immer, dass der eben keinen Traffic mehr kriegt, der dann irgendwie im Nirvana landet. Wenn gar keiner verfügbar ist, dann so eine Default Response zurückgibt zum Exchange und sagt hier, ey, ich biete einfach 0 Euro. Weil das Ding ist, wenn man jetzt wirklich Fehler nach außen hin auch publiziert, passiert es ihm schnell, dass sie auch komische Verhalten haben und dann irgendwie einem den Traffic drosseln für ein paar Stunden oder sowas. Und das will man alles umgehen, deswegen ist dieser eine Layer noch dazwischen. Ja. Okay. Dann, Dankeschön. Ja, vielen Dank.